Die Frage ist jetzt nur, warum ist eigentlich Windows noch erlaubt? Warum? Wieso? Weshalb? Technik! Huawei hat mir einen blauen Laptop zugeschickt. Der sieht nice aus, hat eine Kamera in der Tastatur und da. Ganz kurze Frage. Da drauf läuft Windows. Also Android mit Google-Diensten darf Huawei nicht mehr nutzen, aber Windows mit Microsoft-Diensten schon, oder wie? Hallo, ich bin Cortana. Jo, genau so ist es. Aber warum? Als dieser US-Bann ausgesprochen wurde, haben Google und Microsoft eine Klage eingereicht. Eine Minute, Jura. Die Klage von Google wurde abgewiesen, deswegen haben Huawei-Handys ja nicht die Google, sondern die Huawei-Services. Die Klage von Microsoft ist aber durchgegangen und deswegen gab es am Ende eine Ausnahmegenehmigung. Die gilt übrigens auch für Intel und AMD. Deswegen vollwertiges Windows und Intel-Prozessor.